Herzlich willkommen an diesem Dienstag in Salem bei einer Ranked-Version wieder. Ich bin erneut alleine und diesmal bin ich Blackmailer, also wieder Part der Mafia. So, letzte Runde lief gut, weil die Hexe uns geholfen hat und der Jailer meinte, er müsste mal die Sheriffs auslöschen. Fand ich ganz gut. Und wir sind nur drei Mafiosos, das ist unschön. Ich werde auf jeden Fall blackmailen. Das Problem ist natürlich, sobald ein Invest mich findet, bin ich am Ende. I'm alone. Ich werde hier jetzt wirklich auf Medium gehen, weil... Oh, da bin ich ja schon. And I won't die, night one. Yeah. So, so ein bisschen tun, als wäre ich halt wirklich. Problem ist, sobald es in Räte geht. Yeah, I'm not alone. I was jailed. Schön. Sehr, sehr schön. Problem wird natürlich, wenn wahrscheinlich bei meinem Glück wieder jetzt vom SK gekillt und ich bin natürlich Verdächtige. Na gut, also ich habe natürlich überlebt, das war keine Überraschung. Zwei sind tot, das sieht nach SK aus. Jetzt bitte nicht den Jailer. Das wäre extrem blöd. So. Ich bin nebenbei schon am Bearbeiten der ersten Folge, deswegen hört ihr vielleicht ein bisschen mehr Geklicke. Lookout tot ist gut. 16 Birds. Vom SK gekillt. Kein Jailer, kein Jailer, kein Jailer. Sehr schön, Sheriff down. Perfekt. Zwei investigativen Rollo tot. Ist immer gut, wenn man Mafia ist. Vor allen Dingen, weil beide mich finden können. Hat der eigentlich einen der beiden Mafiosos untersucht, die findbar sind? Anscheinend nicht. Ich könnte natürlich jetzt dann als Medium hier raushauen und einen Unschuldigen bezeichnen. Ich glaube, das werde ich nicht sofort machen. Jetzt kommt die wieder mit ihren F, um Respekt zu zollen. So, Night 2. 16 Birds said. Coffee is Mafia. Could be framed. Oder ich sage, er hat's vergessen. Nee. Ich bin mal unentschlossen hier. Wenn ich hier nämlich zu früh jemanden beschuldige und der hat Unrecht, bin ich natürlich als Medium, angebliches Medium, sofort auf der Abschlussliste. Wenn es ein Retri gibt, bin ich sowieso tot, weil dann weiß 16 Birds, dass es kein Medium gab. So, okay. Ja, wenn ihr Glück habt, ist es natürlich kein Invest. Okay. So, Restaurant wird hier gewählt von Coffee. Für mich nicht schlecht. Das ist gar nicht so schlecht hier. Dass Coffee ihn hier einfach mal hochwählt. Ich hoffe, dass er natürlich jetzt sterben wird. Wow, er findet echt einen Mafioso nach dem anderen. Das ist echt interessant. Oh, da wird Calvin Jenner getötet. Ich hoffe, er claimt nicht Medium. Das wäre extrem blöd. Weil dann wird nämlich er oder ich auf jeden Fall am Pranger stehen. Natürlich kann es zwei Medien geben, aber dummerweise denken da viele nicht dran. Jetzt mal gucken. Ich werde auch nichts machen hier. Ich möchte nicht als Blackmailer auffallen. Vorerst. Okay. Ich bin sowieso tot. Dann hat sich das wieder erledigt. Das ist sehr blöd. Jetzt kann er auch gern Medium geclaimed haben, weil er natürlich jetzt dadurch weiß, der Jailer, ich war es nicht. Oh, der Vigilante hat random rumgeschossen. Finde ich gut. Da stirbt er auch als nächstes. In dem Fall finde ich es gut. Und er ist wirklich mehr. Ah, wie gut. Natürlich in dem Fall finde ich es gut, weil ich Mafia bin, ansonsten hasse ich random schießende Vigilantes. Es ist so zum Kotzen, weil damit haben sie schon einige Spiele versaut. Auch Spiele, die nicht aufgenommen worden sind, wurden dadurch extrem fertig gemacht. Und das hat extrem das Spiel natürlich zerstört. Und nochmal, es wurde nämlich erwähnt,
in der Folge, in der ich mehr war, der Vigilante mich erschossen hatte, dass ich da durchaus natürlich selbst den Fehler bei mir zu suchen habe. Da hat er recht gehabt. Ich weiß nicht genau, wer es war. Ich kann ja nachgucken. Ich möchte noch mal sagen, natürlich hatte er da recht. Im Nachhinein ist das immer sehr viel einfacher zu sehen. Aber während der Aufnahmesession, weil ich ja in der Regel alle Folgen am Stück aufnehme, kommst du natürlich nicht dazu, nochmal die Folge anzugucken. Und ich war, wie ich auch in der Folge gesagt habe, der festen Überzeugung, Innocent gewählt zu haben beim confirmed Escort. Ich sage auch noch, okay, er ist ganz eindeutig Innocent, ziehe aber den Cursor nach links und wähle Guilty. Und dadurch stehe ich natürlich für den Vigilante extrem dumm da. Deswegen war das mein Fehler, im Nachhinein offensichtlich. In dem Moment war es für mich nicht so klar, weil ich eben davon ausgegangen bin, dass ich kein Vollidiot bin. Was ich dann doch mal wieder war. Das waren ganz schön viele Wars und Bins, also ganz viele Konjugationen von Sein. Wie dem auch sei, um noch eine zu wählen. Außerdem wurden noch bemängelt, dass meine Sprachauswahl da etwas ausfallend geworden ist. Das ist korrekt. Aber ich war da auch wirklich extrem genervt in dem Moment, weil es einfach zu häufig passiert, dass wenn ich eine wichtige Rolle habe, wie Spy oder sonstiges, vom Vigilante erschossen werde. War letztens auch wieder so. Da war ich Spy, hab's dem Mayor gesagt, was macht der Mayor? Er wählt mich erstmal hoch. Ich komme aber nicht bis hoch an den Pranger. Aber der Vigilante erschießt mich darauf hin, weil der Mayor mich mal random hochwählen wollte. Und natürlich war es falsch, da so ausfallend zu werden. Es wird aber nochmal der Fall gewesen sein. Und zwar in der Folge vom Freitag, die ihr schon gesehen habt, hoffentlich. Aber da hat es einen anderen Grund gehabt, dass ich ausgerastet bin, weil es einfach offensichtlich war, dass ich Tom war. Wie dem auch sei, ich werde versuchen, meine Ausraste, das Ausfallende, nicht Ausraster, das Ausfallende zurückzuschrauben natürlich. Und das ist angekommen. Ich werde versuchen, es umzusetzen, auch wenn das irgendwie zu meinem Wesen dazugehört. So, hier mal ganz kurz gucken. Santa Claus lief perfekt, der Godfather lief, super Geschichte. Da freut man sich auch wieder. Schön. Damit haben wir nämlich jetzt nur noch einen einzigen Mafioso und das ist Lothbrok. Und er wird da mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr lange leben können. Vor allen Dingen, weil der SK gelyncht werden muss. Da wir im 1 gegen 1 natürlich keine Chance haben. Super Geschichte. Really hate these people. Also er hätte durchaus Survivor claimen können, weil es gab einen confirmed SK, es gab Mafia. Von daher hätte er halt einfach mal Survivor claimen können. Hallo? Ist durchaus möglich gewesen. Und ein Werwolf ist. Oh, da ging es aber los. Gut, das war der eine, war ein Lever, dann eventuell der Jailer exekutiert. That's true. Ja, das ist wahr. Viele Townies hassen Survivor, einfach nur, weil sie sich häufig gegen sie entscheiden. Wobei natürlich das auch immer abgewägt werden muss, wie gerade die Situation ist. Als Survivor, wenn ich davor bin, mit der Town zu gewinnen, helfe ich der Town. Wenn ich dabei bin, mit der Mafia zu gewinnen, wähle ich mit der Mafia. Das ist ja offensichtlich. Amnesia-Claim ist dumm, weil du kannst niemals dich erinnern. Von daher würde ich es gar nicht versuchen. Okay. So, wir mal gucken. Der Doktor hat zweimal unseren Godfather geheilt. Das ist gar nicht so schlecht. Jetzt noch exekutieren und hoffentlich einen guten Veteran wäre schön. Ach so, klar, der Vigilante musste noch sterben. Und dazu der Lever. Okay. Es sieht für uns gar nicht so schlecht aus sogar. Sofern der Jailer den SK, also jetzt muss es so laufen. Sie wählen einen Townie hoch. Irgendein Townie, der natürlich nicht der Jailer ist. Das ist zu einfach zu überprüfen. Sie hängen den, anschließend jailt der Jailer den SK, stirbt hoffentlich daran und der Mafioso darf nicht wählen. Weil dadurch ist der SK confirmed und Mafia gewinnt das. So würde ich es machen. Es war viel Überlegungen. Wieso gut Job Jailer? Der Jailer was gemacht? Na, gar nichts gemacht, der Jailer. Wie muss sein? Tesla möchte, dass der Jailer zu ihm wispert. Wieso?
Claimt der Bodyguard. Das ist natürlich sau lustig hier. Okay, ich flüstere ihn mal an. Er hat danach gefragt. Wieso auch nicht? Ja, natürlich. Schon gemacht. Lieber werden auf jeden Fall reported. Sie sollen entscheiden, ob das durch einen Disconnect stattfand oder nicht. So. Jetzt wählt einfach mal einen Veteran hoch. Vigilanti ist tot. Ja, investigative Rolle wäre ganz nett. SK hochwählen wäre auch blöd, weil dann verliert mein Mafioso die Möglichkeit, dass zwei Kills in der Nacht stattfinden. Also jetzt muss ich einfach nur hoffen, dass wir wirklich einfach nur Glück haben. Mehr nicht. Er darf nicht gejailt werden. Wenn er gejailt wird, verlieren wir. Er wurde nicht gejailt, hoffe ich. Schreib was, Junge. Dass ich weiß, du bist da. Tu was. Okay, er ist da. Perfekt. Was auch nicht schlecht läuft, ist, wenn er jetzt den Jailer killt, der gleichzeitig vom SK gekillt wird. Weil dann ist der SK confirmed. Und dadurch gewinnt Mafia auch. Well, you are dead. Haha, medium tot. Jetzt muss man schauen. Bitte sei Akkad Jailer gewesen. Bitte sei Jailer gewesen, dann gewinnen wir das. Yes! Jetzt muss er nur noch SK sein. Er kann nicht mehr sein. Er hat mehr geclaimed. Tötet ihn. Jawohl. Nur noch den SK lynchen. Genau das, wie ich es wollte. Einfach optimal gelaufen. Krass. Er kann jetzt eigentlich nicht revealen, weil es sind beide Medien tot, das sind die Supports. Es ist so unwahrscheinlich, dass da ein Mayor ist. Richtig von Finn hier, jemand muss sich wohl revealen hier. Er revealt nicht. Tötet ihn. Wenn er jetzt echt Mayor ist, dann ist das extrem blöd, weil dann verliert Mafia. Verdammt, er ist Mayor. Aber es ist okay. Töte den SK. Töte den SK. Vote SK. Verdammt, Mayor, töte doch den SK. Er sagt doch noch, Finn ist Ding. Finn ist der SK. Meine Fresse. Und Dr. Claim ist einfach nur dumm. Och, Mensch. Es hätte so gut laufen können. Es hätte einfach so gut laufen können. Und dann entscheidet sich der Mayor hier. Kommen wir wählen den Godfather hoch. SK won. Ach, schade. Jetzt müsste der SK so dumm sein und Tesla wählen. Das wäre einfach super. Mann. So schade. So ärgerlich. Es wäre perfekt gelaufen. Jetzt wäre richtig toll, wenn er halt nicht Invest ist, sondern Veteran. Das wäre einfach Weltklasse. Aber er wird sowieso auf den Mayor gehen. Muss er ja. Jedes Mal entscheiden sie sich gegen mich. Da will ich ein bisschen weinen jetzt. Das ist einfach nur doof. Naja, war knapp. Wir hätten es schaffen können. Dummerweise hat hier das Random Town, beziehungsweise das Annie in dem Fall, der Mayor einfach das Ding gerissen. So schade.
Naja. Vielleicht nächste Folge. Hoffentlich dann wieder als Tauni. Jetzt müsste der Grat den Invest getötet haben. Das wäre einfach so lustig. Schade. Naja, jetzt ist das noch hier ein bisschen rumgeziehe, weil das Spiel ist entschieden. Es dauert halt noch eine Nacht. Schade, dass hier nicht instant zu Ende ist, das Spiel. Das wäre einfach zu gut gewesen, wenn sie jetzt direkt drin hätten. Mann, 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 Mann. Der verdammte Gottvater lief da. Ja, das ist so doof, dass das jetzt noch dauert. Da kann man nur drüber hinweg labern. Und das zieht's einfach wieder in die Länge. So unnötig vor allen Dingen. Was soll jetzt großartig passieren? Die labern jetzt noch eine Minute hin und her. Oh, komm, wie geht's dir? Ach, ganz gut. Was ist deine Rolle? Am besten hat er jetzt auch, dass er Veteran ist. Das wäre richtig krass. Er killt ihn einfach mal 3 Nächte nicht. Aber ich hoffe, dass er ihn einfach direkt besucht. Das Tolle ist, ich habe mit meiner Idee, den Coffee hier zu framen, sogar gar nicht so schlecht gelegen. Er hätte durchaus einen Townie hinreißen können. Ärgerlich. Nein, sie nicht. Die ist bisher nicht confirmed. Ich habe auch ein Déjà-vu. Ja, Veteran wäre extrem krass. James Watson hat natürlich recht, die Annie-Rolle ist noch möglich, weil Random Town ist hier in dem Fall eben der Mayor. Möglicherweise, also könnte es Veteran sein. Eventuell ist er jetzt sogar Veteran, hat aber keinen Alarm mehr. Das wäre richtig krass. Aber ich gönne ihm einfach auch nicht, der Town, diesen Sieg. Ich bin da ganz schön nachtragend. Mayor hätte sich ja mal für uns entscheiden können. Ich als Medium hätte jetzt, wenn ich das die Schiebe noch nicht hätte, natürlich den SK besucht. Ansonsten eben den eventuellen Veteran, Invest, was auch immer, um zu fragen, was er denn ist. Jetzt hat er echt nicht attackiert. Willst du mich veräppeln? Jetzt zieht das noch länger. Ach, Mann. Oh je. Ist natürlich gut von Finn, gedanklich. Aber die Wahrscheinlichkeit, A, dass er Veteran ist, ist extrem klein. Weil es gibt eben 30 Rollen, von denen ein paar wegfallen, weil es keine, weil es einzigartige Rollen sind. Aber es ist auch schon Nacht 6. Und er hat ja schon etwas vorher, Invest geclaimed. Von daher könnte er natürlich in den Wett diesen Bait machen, aber glaube ich nicht. Da hat James Russell natürlich recht, wenn er wirklich Veteran ist, hat er sie in der letzten Nacht genutzt. Ich hoffe, jetzt zieht er sich noch mehr in die Länge. Da ist es schade, dass ich nicht am Leben war. Ich hätte Tesla blackmailen können. Lodbrok hätte dann Invest geclaimed. Und wir hätten Finn wählen können. So. Ich hoffe, er besucht ihn jetzt. Wenn er natürlich jetzt Veteran ist und noch einen Alarm hat und letzte Nacht nicht genutzt hat, wäre das ein absolut grandioses Spiel gewesen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist zu klein und ich bleibe hier bei Wahrscheinlichkeiten. Von daher wird er Invest sein und er hat es unnötig in die Länge gezogen. Weil so werden aus 15, 16 Minuten einfach mal 20. Und ich kann einfach nur dumm drüber hinwegbrabbeln. Na, jetzt ist er tot.
Das war's. Juhu, wir haben verloren. Und wir hoffen, dass es hier schnell durchläuft, um eine neue Runde zu starten. Ich möchte mal wieder was Gutes sein, was reißen. Krass, er hat mich in der ersten Nacht untersucht und hat nichts gesagt. Auch interessant. Das war's auf jeden Fall. SK hat gewonnen, weil der Mayor sich für ihn entschieden hat. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag und hoffentlich bis morgen. Ciao.